Ein herzerfrischendes Moin und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Prison Architect. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es ist ein paar Tage her tatsächlich, denn ich hatte sehr viel Stress in der letzten Woche. Das ist diese Woche ein bisschen besser, deswegen schaffe ich es diese Woche gleich mal aufzunehmen. Wir haben hier noch eine Todeszelle und so weiter und so fort. Wir haben, was haben wir denn? Es läuft auf jeden Fall. Auf irgendeine perfide Art und Weise läuft es bei Prison Architect. Bin ich mal gespannt. Genau, hier in unserem Prison ist auf jeden Fall ordentlich die Lotzi los. Wir haben letztes Mal hier, genau, das haben wir in hoch gemacht. Oh, warte mal. Da ist die Rutschdusche auch für die hohen. Da brauchen die das im Prinzip gar nicht verlassen. Das Gebäude hier, die Ecke. Und das war ja eigentlich auch so der Plan, dass ich jetzt irgendwie mal gucken kann. Wo hatten wir eigentlich... Gibt es keine Zubeschüsse mehr? Doch, ja, Zellblock D. 200... Das ist ganz schön heftig. Und zwei Versteckte noch. Bin ich mal gespannt, was die zwei Versteckten sind. Da brauche ich wahrscheinlich noch ein anderes Gebäude. Die Idee war halt, dass ich eventuell noch ein Stück Land kaufe, um da dann die heftigen Insassen reinzubauen. Aber das ist, glaube ich, ist das unnütz. Wir haben auch noch irgendwie einen Raum noch nicht, ne? Oder habe ich mittlerweile alle gebaut? Eine Bücherei noch nicht. Kisten voller alter, gebrauchter Bücher. Den ganzen Land geschickt. Die Häftlinge müssen diese Bücher in Regale sortieren. Guck mal. Dann bauen wir doch hier oben mal die Bücherei hin. Das wäre doch mal was, oder? Wäre das nicht was? Das wäre was. Hier kommt die Bücherei hin, Freunde. Schöne, große Library. Wie sich das gehört. Die wird dann gebaut. Wir machen mal ein bisschen schneller. Dann passt das, weil der Laden hier, der läuft, der boomt, der Laden, der boomt. Und dann gucken wir mal, wie das sonst aussieht. Hier werden jetzt die Sachen reingebracht. Der ist alkoholisiert hier, der Typ, wa? Alkoholiker auf Entzug. Naja, dann durchsuchen wir gleich mal die Zelle. Wenn wir schon da sind. Hätte gedacht, er hätte irgendwo Alkohol. Der Marcel. Ah, hier oben ist jetzt fertig. Lass uns mal gucken. Strom. Legen wir mal gleich rein. Wenn wir eh schon da sind, können wir genauso den Strom noch reinlegen hier. Und dann machen wir die Ziegelwand. Komm, wir machen das direkt da gegenüber noch. Und dann will ich hier eine Bücherei reinmachen. Schöne große Bücherei, wie sich das gehört. Da brauchen wir natürlich ein paar Bücherregale. So. Guckt euch das mal an. Das geht ja natürlich nicht. Was brauchen die noch? Einen Sortiertisch. Okay. Machen wir gleich. Das sind auf jeden Fall genug Bücherregale, um dann hier auch noch Sortiertische hin zu haben. Guckt euch das an. 4 Sortiertische. Wobei. Na, 4 Sortiertische reichen. Wollen wir ja jetzt nicht übertreiben, ne? Bauen wir eine Tür, die wir hier reinkriegen. Und dann passt das schon fast. Was wurde hier gefunden? Ach, das sind neue, ne? Neue Häftlinge. Die Dusche hier vorne würde ich gerne abreißen. Dann würde ich gerne woanders eine bessere bauen. Hier unten vielleicht. Weil die ist ja schon sehr crowded. Würde ich fast behaupten. So, Einsatz nicht, sondern Logistik. Maximale Arbeiter 11? 15? Ist die Wand da nicht fertig? Ach, die Tür ist da noch nicht. Okay. Ja, dann wird das immer Zeit, dass ihr eine Tür reinbaut, ihr Nasen, ihr. Hier unten hat sich einer geprügelt, hier oben gab es eine Schere. Halleluja, eine Spritze. Ja, der Mann, der Sean. Hier oben wurde sich geprügelt. Was ist da los? Ah, versteht das einer? Dass die sich prügeln. So, ist die Tür auch langsam mal da? Kann ich einer mal mit der Tür kommen, bitte? Dass wir... Sehr pornös, wenn hier eine Tür reinkommen würde. Die pressen sich alle hier ans Gatter, weißt du? Okay, jetzt wird hier gelaufen und gehobelt. Da ist endlich die Tür. Finally! Oh, können wir 11 Stück hier arbeiten lassen? Hammer nice.
Dann lohnt sich das endlich mal. Eine Wache würde ich auch gerne hier reinbauen. Ist nicht zu verachten. Okay, da kommen jetzt die nächsten Arbeiter. Das kostet natürlich Geld, aber vielleicht machen die auch irgendwas Gutes hier mit den Büchern. Bin da schon gespannt. Und was macht er mit den Büchern? Die werden einsortiert. Bücherregal. Kann ich die dann verkaufen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne, kann man ausleihen. So, da wird Gift gefunden und so weiter und so fort. Wir haben 13 Häftlinge. Die Dusche, das ist so das nächste Ziel von mir. Objekte. Und dann Objekte abreißen. Man muss halt zwischendurch auch mal die Objekte abreißen. So, dann wird das alles abgerissen. So. Sehr gut. Der arbeitet richtig gut hier. Dann machen wir den Raum hier natürlich weg. So, was das für ein Raum wird? Ich weiß es noch nicht. Da habe ich da tatsächlich noch keine Idee. Das könnte natürlich nochmal ein Bewährungsraum werden, ne? Weil wir brauchen ja so viele Bewährungsräume. Bereit für Bewährung, ja, ganz genau. Einzelhaft, einer in der Warteschlange. Okay, wir haben auf jeden Fall genug Dinger. Tischlerlehre ist noch nicht hundertprozentig bewiesen hier. Was hier alles angeliefert wird. Ach, das sind auch die Duschköpfe und so. Okay, dann lass mal gucken, dass wir hier zwei Wände reinmachen und dann die Wand hier abreißen. Das ist so meine Idee. Das sollten die tatsächlich ganz easy hinkriegen. Das ist ein großer Bewährungsraum, wenn ich mal so ehrlich bin, oder? Wie groß ist denn der hier? Bewährung, wo ist das? Besucher, Bücherei. Bewährung, wo bist du denn? Da, 5x5. Das ist leider nur 7x7. Na gut. Dann wird das so sein. Kommt hier eine Tür rein. Und natürlich ein Besuchertisch. Da kriegen wir einen halt für den ganzen Kladderadatsch. Dann brauchen wir auch noch ein großes Fenster. Passt das nicht hier? Geht leider nicht. Sorry, können leider kein großes Fenster reinmachen, weil da ein Baum ist oder so, keine Ahnung. Das ist so blöd. Aber wir haben hier einen Bewährungsraum. Und wenn wir mal gucken, ich glaube, wir haben noch Platz, ne? Okay, wie viele Bewährungsräume haben wir denn hier? Den? Den, den, den. Achso, das ist für Todesurteil. Das ist natürlich. Das ist natürlich unvorteilhaft, ne? Da machen wir nur einen. Einer reicht. Bewährungsanhörung, das ist er. Wir haben drei Räume. So. Bewährungsanhörung. Genau, die sind ein bisschen früh. Dann lassen wir hier ein bisschen später starten. Aber wenn es halt um die Bewährung geht, das ist, glaube ich, ganz cool, dass das geregelt ist. Dann fangen die um 8 an. Die Taser-Ausbildung der Wachen fängt um 7 an. Ja, das gefällt mir schon mal ganz gut. Küche, hohe Sicherheitsstufe. Gibt es da niemanden, der daran interessiert ist, oder was? Grundlagen allgemein. Doch, eigentlich schon. Was ist denn das? Sicherheit und Hygiene. Achso, das ist für die hohe, okay. Bauen wir da einen hin. Warum nicht? Büro allgemein.
Das passt. Gucken wir mal. Hier sind dann welche für Bewährungen. Das passt ja auch. Kann ja nicht schief gehen eigentlich. Weil dann werden die losgelassen in Bewährung. Das ist gar nicht mal so schlecht. Da sind welche auf dem Gelände. Hier wurde einer getasert. Ja, gut. Da machst du halt nichts, ne? Haben wir hier Wachen drin? Eine Wache. Ja gut, Dusche ist natürlich jetzt ein bisschen unvorteilhaft, ne? Bisschen schlecht gelaufen mit der Dusche. Dann lass uns mal gucken, dass wir hier eine große Dusche, wobei so eine Riesendusche brauchen wir eigentlich auch nicht, ne? Was hat denn der auf dem Kopf? Eine Cappy, okay. Eine Cap. Ich würde sagen, das machen wir hier hin. Das wird die Dusche. Soweit der Plan. Dann kommt da eine Tür hin. Natürlich kommt da eine Tür hin. Auch wenn die das am Ende... Ist es denen völlig egal. Warum ist er gestorben? Weil Spitzel, okay. Das ist natürlich eher unvorteilhaft, sag ich mal, ne? Dass der Junge gestorben ist. Das ist jetzt eher unangenehm. Zigaretten, ein Todesfall. Ah ja, machst du nix. So, das ist jetzt hier normale Stufe. Denn das ist die Dusche. La Dusche. Wo ist Dusche? Dusche. So. Abfluss. So, guckt euch das mal an hier, wie die... Dann kann geduscht werden, Freunde. Und zwar richtig. In... Duschungsbereich. Was ist denn das? Das ist ein Baumstumpf. Warum ist denn da ein Baumstumpf? Frage ich mich dann. So, das passt. Ich würde fast sagen, behaupten, dann machen wir hier das Wasser lang. Das Große. Dann brauchen wir auch noch Heizungswasser hier. So, das kommt hier auch lang. Die Warmduscher, ne? Und dann sind wir mal gespannt. Das muss natürlich hier gebaut werden. Wie sich das gehört. Oh, die Häftlinge kriegen was zu essen. Aber nicht alle. Ist er entlassen hier? Oh, der hat abgesessen. Der Fox. Tschüss. Oh, kommt auch einer zu Tode verurteilt? Das wird wieder nice. Das sind immer die Besten, ne? Wenn man da so ein Todesurteil durchziehen kann, kriegt man immer richtig Geld. Für vorzeitige Entlassung haben wir richtig viel Geld gekriegt. Halleluja. Sehr gut, dass wir welche bereit für die Bewährung haben. Einer zu Todesurteil kommt. So, wie sieht's denn jetzt mit dem Wert aus, mit dem Gefängniswert? Ja, steigert sich auf jeden Fall nicht. Wie man hier sehen kann. Unschwer sehen kann. Das ist Prison Value. Oh, hier ist auch richtig krass runtergegangen. Aber wir waren schon mal höher. Das ist wahrscheinlich, weil wir Tage ohne Vorfall nicht hatten. So, die Rohre werden jetzt verlegt, oder was? Ja, passt, ne? Und dann gibt es dann hier den... Haben wir hier jetzt noch jemanden auf Einsatz? Ja, da haben wir einen. Kriegen wir auch noch einen hier rein. Und die gehen auch gut durch die Gegend. Haben einen Hund, der schläft. Könnten eigentlich gut mal wieder eine Razzia durchhauen, ne? Wie spät ist es jetzt?
3 Uhr nachts. Da kann man ruhig mal eine kleine Razzia machen. Bei 500 Plätzen. Da würde ich sagen, kannst du ruhig mal gucken, ne? Da werden auch Scheren werden viele gefunden. Halleluja. Ich meine, wenn jetzt hier eine zu Tode verurteilt kommt, dann muss das Gefängnis clean sein. Wie sich das gehört. Können ruhig nochmal 2, 3 Wachen haben. Stationiert ist er dann. Die kommen natürlich ohne Taser, ne? Oh, 13 Scheren. Zigaretten. Der hier sowieso. Der ist schon in Schutzhaft, Alter. Die können aber mittlerweile Bücher erleihen. Das ist schon mal ganz gut. Wie sieht denn die Bibliothek aus? Aha. Freunde der Nacht. Ah, Bibliothek. Oh, nice. Das ist schön eingeräumt. Machen wir gleich mal einen Tunnel zu hier. Hat er gleich versucht, einen Tunnel zu machen, der Nase weiß. Es fehlen noch 4 Stellen. Ich weiß nicht genau wo. 3 nur noch. Eine Stelle muss noch durchsucht werden. Jetzt noch 2. Jetzt geht's wieder rückwärts. Und deswegen macht man das eigentlich nachts. Die ganze Geschichte. Sehr gut. So, bin ich mal gespannt, wer hier zu Tode verurteilt ist von euch. Der nicht. Haben wir jetzt keinen? Bin ich enttäuscht. Höchste. Achso, doch hier. Da ist er schon. Der Stefan. Trolley Car Steve. Oh, Erfolgswahrscheinlichkeit des Gnadengesuchs 46%. Das ist heftig. Für Mord, Folter, bewaffneter Raubmordversuch. Da ist einiges drin bei dem. Dann ist er zu Tode verurteilt worden und hat jetzt einen Gnadengesuch. Was kriegt er denn hier? Ein schmutziges Tablett. Warum kriegt denn der schmutziges Tablett? Das ist völliger Schwachsinn. Aber ich meine, gut. Ja, hier müssen natürlich noch Fliesen rein, ne? Wie viel haben wir? 60, okay. Weiße Fliesen. Freunde, da wird richtig schön gemauert. Da wollen wir noch schicke Fliesen. Mosaikboden. Sicher bin ich mir noch nicht, was wir hier machen. In den Zellen. Steinboden spricht mich natürlich auch an. Sand wäre auch nicht schlecht. Also hier in der Bibliothek, da können wir auf jeden Fall nochmal Parkett reinmachen. Und hier in der Dusche können wir auch nochmal weiße Fliesen reinmachen. Haben wir hier oben auch, naja. Das sieht halt deutlich besser aus mit weißen Fliesen, dann machst du nix. Dass das hier so ein bisschen asymmetrisch ist, ist ein bisschen blöd gelaufen. Ja. Reißen wir die beiden mal kurz ab. Schule, sehr gut. Hier sind viele, die arbeiten. Den hier, den können wir durchsuchen. Häftling und seine Zelle. Ich dachte, er hätte was gehabt. So, wird das gleich abgerissen hier, oder wie sieht das aus? Der eine hat eine Bummaschine mitgehen lassen. Dann wird erstmal abgeliefert hier. So, das reicht natürlich nicht mit den... dass das nur für die Häftigen ist. Hier ist gemischt. Die Dusche passt natürlich schon, ne? Machen wir so. Komm. Was soll der Geiz? Machen wir es so.
dann sieht das auch ein bisschen besser aus. Nur so ein bisschen. Können wir noch was erforschen? Ah, er erforscht gerade hier rechtliche Vorbehalte. Dann können wir das auch nochmal erforschen, hier die kleinen Zellen. Dann brauchen wir gar kein Bett mehr, ne? Dann können die ja auf dem Klo schlafen. So. Dann ein bisschen Parkettboden hier in den Besucherraum. Den Bewährungsraum. Den Bewährungsraum. Dann haben wir nicht noch einen Bewährungsraum hier hinten. Da wird es jetzt schön verlegt. Sehr gut. Da laufen die Jungs durch hier durchs Gefängnis. Nur damit die hier den Bewährungsraum fertig bauen. Das ist ein bisschen schick aussieht. Oh, 7 Häftlinge, Halleluja. Haben wir noch einen zu Tode verurteilt? Tatsächlich lieber. Deine Ex-Frau, eine Tochter, einen Sohn und eine Mutter. Ja. Der gute Trolley Car Steve, Alter. Kennt sich aus. Küche. Küche nur für die Heftigen. Alle Möglichkeiten sind da. Jede Bibliothek. Es verbessert sich auch. Und hier der Laden natürlich sowieso. Bin ich mal gespannt, wie das hier endet. Mit Prison Architect, ob der hier wirklich zu Tode verurteilt wurde oder nicht. Das alles und noch viel mehr würden wir uns angucken in der nächsten Folge, wenn ihr wieder dabei seid. Daumen nach oben da lassen. Bis dahin, haut erstmal rein.